Schatten erkennbar werden. Die vergilbten Firnisschichten zerstören die Tiefenwirkung. Sie verdecken das Spiel von Licht und Schatten und lassen alles einheitlich wirken. Licht und Schatten scheinen auf derselben Ebene zu liegen. Durch das Abtragen der Firnisschicht bekommt das Bild wieder Tiefe, weil die Falten und Schatten erkennbar werden. Hier sieht man den Schatten des Arms auf dem Oberschenkel der Jungfrau. So entsteht Tiefe und Volumen. Bei dem Jesuskind ist der Effekt phänomenal. Hier ist eine echte Persönlichkeit zutage getreten. All diese Formen waren vorher komplett verdeckt. Von der Landschaft gar nicht zu reden. Die Formen der Berge und ganz allgemein die Bewegung in der Landschaft waren vorher gänzlich verdeckt. Hier sieht man jetzt die oberste Linie der Bergkette. Wir wussten von ihrer Existenz nur dank der Bildgebungsverfahren. Die Aufnahmen zeigten hier eine Berglinie, die man auf dem Original nicht sah. Durch die Verringerung der Firnisschicht scheint sie nun durch, auch wenn noch viel Firnis abzutragen bleibt. So gewinnt die Landschaft an Tiefe und scheint hier links in den Hintergrund zu gleiten. An dieser beeindruckenden atmosphärischen Perspektive zeigt sich Leonardos Raffinesse. Die unmerkliche Mischung von Lapislazuli-Blau und Bleiweiß am Himmel. Diese winzigen Weißschattierungen, die ab und zu einen leichten Blauton mischt. Die Berge verschmelzen fast komplett mit dem Himmel. Das ist eine Arbeit von unendlicher Feinheit, die zeigt, wie sorgfältig Da Vinci die Natur studierte. An den Bergen sieht man, dass er versucht hat, seine Naturbeobachtungen, seine optischen Studien zur atmosphärischen Perspektive wiederzugeben. All das wird nun wieder sichtbar. Das ist wirklich bewegend und hinreißend schön. Durch die Ausdünnung der Firnisschicht treten auch neue Hinweise auf die Entstehungsgeschichte dieses Werkes zutage, das Leonardo über rund zwei Jahrzehnte immer wieder änderte. Zu Anfang erstellte er um das Jahr 1500 einen sogenannten Karton, eine Vorlage auf einem Papierbogen in derselben Größe wie das geplante Gemälde. Die Umrisse übertrug er anschließend auf die Holzplatte. Spuren dieser Zeichnung sind nun unter dem gemalten Gesicht der heiligen Anna erkennbar. Von der originalgetreuesten Kopie des ursprünglichen Kartons, die während des Zweiten Weltkriegs in Budapest verloren ging, sind heute nur eine Fotografie und diese Zeichnung aus dem 17. Jahrhundert geblieben. Sie zeigen, dass Leonardo den Altersunterschied zwischen der heiligen Jungfrau und ihrer Mutter anfangs durch die Kopfbedeckung deutlich machen wollte. Der Kopf des jungen Mädchens ist unbedeckt, während die heilige Anna eine schwere Haube trägt, Symbol ihrer Witwenschaft. Einige Jahre später, wohl um 1508, beschloss er, seine Komposition zu modernisieren und der heiligen Anna eine modische Kopfbedeckung und ein jüngeres Aussehen zu geben. Hiervon zeugt diese gezeichnete Kopie eines Schülers. Das heutige Gemälde ist eine Mischung aus dem ursprünglichen Entwurf und der verjüngten Version. Das ist ihr Schleier. Hier und hier. Das entspricht dann wohl... Der eine ist hier zu erkennen. Der andere ist das hier. Und das da ist eher... Das ist eher so etwas wie das hier, was man eigentlich gar nicht sehen soll. Vielleicht hat er deshalb etwas hinzugefügt, weil diese Version vor dem hellen Hintergrund so deutlich erkennbar war. Vielleicht wollte er seine alte Korrektur verdecken. Das war ja gar kein Schleier, sondern ein Gewebe. Ja, das stimmt. Da Vinci veränderte nicht nur die Kopfbedeckung. Er entwarf auch einen erstaunlichen Faltenwurf für das Gewand der Jungfrau Maria, von dem diese Studie erhalten geblieben ist. Während sich die Gestaltung des Beins auf dem Gemälde des Louvre wiederfindet, ist die kunstvolle Drapierung an der Taille nur auf einer Kopie des Bildes zu sehen, die zur selben Zeit unter Leonardos Aufsicht in seiner Werkstatt entstand. Beim Gesicht der heiligen Anna hält sich diese Kopie an Leonardos verjüngte Zeichnung. Wir wissen, dass es in Leonardos Werkstatt Assistenten gab, die Kopien der verschiedenen Versionen der heiligen Anna erstellten. Dieses Gemälde war ein gewaltiges, laufendes Projekt, aber noch nicht mehr als ein Entwurf.
Die Schüler in seiner Werkstatt stützten sich daher nicht nur auf dieses noch ziemlich gestaltlose Gemälde, sondern auch auf die Zeichnungen, die Leonardo gemacht hatte, um seinen Karton zu modernisieren. Dieses Bild ist sehr wichtig, weil es Leonardos Pläne zu einem bestimmten Zeitpunkt wiedergibt. Er sammelte in seiner Werkstatt alle gezeichneten Entwürfe, aus denen er seine Version der heiligen Anna zusammensetzte. Dieses Bild stellt also ein Zwischenstadium des späteren Gemäldes dar. In den Jahren 1508 bis 1512 war dies Leonardos Vorstellung von der heiligen Anna und das, was er versuchte zu malen. Mit Hilfe solcher Bilder können wir viele Spuren verstehen, die sich auf unserem Gemälde finden. Einige mögen zunächst zusammenhangslos erscheinen, sind aber in Wirklichkeit Ideen, die hier erklärt werden. Ich denke da etwa an diese Sandale am rechten Fuß der heiligen Jungfrau. Auf unserem Gemälde findet sich entlang des Fußes ein Band, das wir uns nicht hätten erklären können, wenn wir nicht solche Werkstattkopien besäßen, die uns zeigen, dass es sich tatsächlich um Sandalen handelte. Zu diesem Zeitpunkt wollte Leonardo also, dass seine heilige Anna so aussah. Da er viel experimentierte, konnte er dieses Projekt nicht zu Ende bringen. Durch die zahlreichen Unterbrechungen verging viel Zeit, sodass er seinen Entwurf immer wieder änderte. Diese Werkstattkopien sind so kostbar, weil sie uns eine fertige Version der heiligen Anna präsentieren, die ja durch Leonardo da Vincis Tod unvollendet blieb. Man sieht hier alle möglichen Ornamente, die auf unserem Gemälde fehlen. Etwas, das Leonardo sehr liebte und auch bei der Mona Lisa verwendete, sind die vielen Stickereien auf den Gewändern der Figuren. Dieser gesamte transparente Faltenwurf ist mit Stickereien bedeckt, von denen sich auch sonst ungeheuer viele finden. Wir werden niemals erfahren, wie das fertige Gemälde ausgesehen hätte und ob Leonardo sein letztes Werk und künstlerisches Testament überhaupt vollenden wollte. Heute ist diese Unfertigkeit Teil des Bildes und seiner Wahrheit. Eine Wahrheit, um die einige Ausschussmitglieder sehr besorgt sind. Sie sind weiterhin gegen eine stärkere Verringerung der Firnisschichten. Cinzia Pasquali und die Konservatoren haben darum beschlossen, auf dem Gewand der heiligen Jungfrau ein sogenanntes Fenster zu öffnen. Es soll zeigen, was sich durch das Abtragen einiger weiterer Mikrometer gewinnen ließe. Der Test wird dem Leiter der Gemäldeabteilung gezeigt. Für mich ist das Ergebnis natürlich viel zufriedenstellender. Da gibt es keinen Zweifel. Niemand, der das sieht, wird sagen, er hätte es vorher ästhetischer gefunden. Das ist eine kulturelle Frage. Mein Standpunkt ist, es wird natürlich viel Streit und psychologischen Druck geben, aber ich denke, was zählt, ist das Ergebnis. Wir werden nach dem beurteilt werden, was wir am Ende präsentieren. Natürlich sind wir als Kunsthistoriker, aber auch als Ästheten versucht zu sagen, je mehr Firnis wir abtragen, desto zufriedenstellender der Zustand, weil dann die Farben und vor allem die Tiefenwirkung besser hervortreten. Mir widerstrebt das jedoch, weil wir es hier mit einem Gemälde zu tun haben, das unvollendete Bereiche aufweist, die immer problematisch bleiben werden. Auch wenn wir schon viel gewonnen haben, gibt es diese Bereiche. Und ich glaube nicht, dass sich das Problem so einfach lösen lässt. Das ist eine Frage der Ausgewogenheit. Wenn wir mehr abtragen, werden wir natürlich viel Schönes entdecken, bekommen dafür aber vielleicht in ganz anderen Bereichen Probleme. Das ist meine Sorge. Aber ästhetisch gesehen gefällt Ihnen das hier besser. Es geht hier nicht um meinen persönlichen Geschmack. Ich bekomme einfach keine Antwort. Sie werden doch eine persönliche Meinung haben. Natürlich habe ich die. Sieht das nicht hier besser aus? Darum geht es nicht. Ich möchte eine allgemeine Verbesserung des Gemäldes erreichen, die nicht provoziert. Das hat doch nichts Provozierendes, sie ist komplett angezogen. Nicht provokant in Bezug auf den ursprünglichen Zustand, denn der gerät schnell in Vergessenheit. Aber mein persönlicher Geschmack ist eine andere Frage.
Aber ich glaube, der Ausschuss wird ihn auch vergessen. Ohne diese Testbereiche wüsste niemand mehr, wie das Bild vorher aussah. Wenn wir es wieder aufhängen, werden sie diskutieren, ob es schön ist oder nicht. Aber niemand wird sich an den ursprünglichen Zustand erinnern. Wir müssen uns entscheiden. Entweder machen wir weiter oder wir hören hier auf. Das sollte jetzt klar sein. Aber was ist mit Vincent Pommerets Einwand, dass das Gemälde ganz allgemein aus dem Gleichgewicht geraten könnte? Ich denke im Gegenteil. Je mehr Firnis wir entfernen, desto ausgewogener wird das Bild. Leonardo wusste, was er tat. Selbst nach all der Zeit sollten wir Vertrauen in den Künstler haben. Wer entscheidet denn, wann das Bild aus dem Gleichgewicht gerät und ob man hier mehr Firnis lässt als dort? Das ist vollkommen willkürlich. Nachdem die Stärke der Firnisschicht erneut auf dem gesamten Gemälde gemessen wurde, beschließt der Leiter der Gemäldeabteilung, das Abtragen fortzusetzen. Jedoch nur auf dem Gewand der Heiligen Jungfrau und am Himmel. Ob Zufall oder nicht, eine Woche später erscheint ein Artikel, der mehrere anonyme Ausschussmitglieder zitiert. Leonardo in Gefahr lautet der Titel und der Tenor des Artikels ist derselbe. Doch da keine weitere Zeitung einstimmt, verpufft die Polemik. Der Baum war ursprünglich grün, wie es sich gehört. Doch die Kupferacetate, mit denen er gemalt wurde, haben sich bräunlich verfärbt. Dies ist der einzige Bereich des Gemäldes, in dem sich die Bildschicht definitiv verändert hat. Doch durch die Verringerung der Firnisschichten wird der Detailreichtum des Blattwerks wieder erkennbar. Da ist so viel Luft zwischen den Ästen. Das ist auch aus der Nähe betrachtet sehr raffiniert. Hier habe ich sehr viele Fingerabdrücke gefunden. Das ist ein blauer Fingerabdruck, was bedeutet, dass er die letzte hellblaue Schicht mit den Fingern zwischen den Ästen aufgetragen hat. In seinem Traktat über die Malerei nennt er das die Farben der Luft. Er hat hier ganz offensichtlich mit den Fingern gemalt, sodass dies tatsächlich seine Fingerabdrücke sein könnten. In der Ferne kommen auch winzige architektonische Details zum Vorschein.